Eigentlich wollten wir wandern. Doch dann kam die Sojafarm in Drechtingshausen und... Oh Scheiße, das vergammelt uns doch alles im Auto. So geil. Ja, das ist nicht geil, dass uns vergammelt. Es ist pflanzlich, bis das vergammelt. Eine volle Kiste voller Geilheiten. Nachdem wir unseren Umweg zur Sojafarm gemacht haben, sind wir... Oh, guck mal, ist ein kleiner Vogel. Wo bist du? Da bist du. Oh nein, kannst du nicht mehr fliegen? Felix, ich glaube, der Vogel ist verletzt. Jedenfalls kurz, wir beginnen jetzt unsere Wanderroute des Morgenbachtal. Und da ist gerade ein Vogel dazwischen. Wir starten unsere Wanderroute durch das Morgenbachtal. Felix hat sich die gestern ausgesucht. Oder rausgesucht, weil ich bin sehr schlecht darin. Der Weg dahin war steinig und schwer. Wir haben der Startpunkt, der uns angezeigt wurde in dieser Wander-App, war irgendwie nicht so erfolgreich. Dann sind wir bis nach Drechtingshausen, haben dann da zufälligerweise die Sojafarm, so ein Schild entdeckt, wo es zur Sojafarm hingeht. Während ich Geld holen war, weil man leider nicht damit Karte zahlen kann, hat Felix sich ein bisschen unterhalten mit dem Mann. Und der hat uns dann den Weg gezeigt und auch den Parkplatz, oder beziehungsweise erklärt, wo lang wir müssen. Ja, und jetzt gehen wir los. 11 oder 12 Kilometer lang. Hoffentlich bleibt es dabei und wird nicht wieder 24. Und es soll sehr schön sein, hat auch dieser Mensch bei der Sojafarm gesagt. Wir sind sehr gespannt. Das Gute ist immer, man muss immer erstmal hoch, bevor es wieder runter geht. Und jetzt, was ist das Magen? Das Morgenbachtal. Ich guck mal auf diese App. Oh Gott, der erste Punkt, wo wir nicht wissen, wohin. Aber ja, eigentlich für meine Logik gesehen ja eher da lang, wenn das ein Rundweg ist. Okay, meine Logik ist wie immer falsch. Meine Eltern würden jetzt schon sagen, ach, geht die wandern ohne Wanderschuhe? Ich bin dabei, mir welche auszusuchen. Wir laufen die ersten Meter und es ist schon richtig ein Kletter-Action mit hier so einem Seil. Oh Gott, abgerutscht. Ich schwitze jetzt schon wie ein Schwein. Mal schauen. Wir haben im Puls ist bei 153. Geht. Alte Wanderweisheit beginnt auch hier. Wenn es runter geht, dann geht es bald auch wieder steil berghoch. Und wir werden gerade ein bisschen aufgefressen von Mücken, was ich zu meinem Teil ja eher medium geil finde. Bisschen zu leicht genervt. Ich bin ein richtiger Naturliebhaber. Man mag es mir gar nicht glauben, dass ich auch mal im Dschungel war. Oh oh. Richtige Kletterakrobatik. Da legt er mir schon ein Stöckchen in den Weg, dass ich da drauf falle, ausrutsche. Ein Aussichtspunkt erreicht. Ich nenne es mal Aussichtspunkt. Also wenn es so weitergeht, sind wir in 8 Stunden vielleicht fertig mit der Tour. Aber wunderschön. Okay, man sieht jetzt nicht so viel, aber die Aussicht ist wirklich famos. Also man muss schwindelfrei sein, ein bisschen. Ich sag mal so, das hier war Fun.
Das darf nirgendwo fehlen. Auch an seinem so schön verlassenen Ort wie diesem hier. Wir sind hier, ach hier ist ein Schild. Die Burg Rheinstein. Okay, guck mal, crazy. Oh, da geht's runter. Oh ja, guck mal, klar. Weil ich will gar nicht wissen, was hier alles drunter ist. Treppen, Vorsicht. Immer vorsichtig die Treppen runtergehen. Das sind richtig krasse Tipps, die du heute hast. Ich sollte da drinnen sein. Also auf der Frauentoilette natürlich. Aber ich bin hier. Ich weiß auch nicht, eine Blase. Wie ein Baby. Ich war vor einem Kilometer gefühlt erst auf Toilette. Brustlöcher verfolgt mich auch auf der Wanderung. Nicht, dass ich melonisch mal probiert habe, weil als ich die Zutatenliste mir angeguckt habe, weiß nicht, ist mir der Appetit auf diesen Durstlöcher vergangen. Was war das andere? Ach, dieses Apfel-Orange-Gedöns. Geil. Oh Gott, passe ich hier durch? Geht nämlich wieder hoch. Ja. Achso, ist der Laufen. Wenn der Herr sagt, man so läuft, dann läuft man. Er hasst es, wenn ich es mache. Und ich finde das so witzig. Aber um nochmal ganz kurz auf den Klosterstag zurückzukommen, der ja vieles falsch gemacht hat, eigentlich fast alles. Wir verlinken das Video oben. Hier geht es auch hoch, aber irgendwie hat es einen anderen Vibe. Es ist schöner und gut, vielleicht werde ich jetzt auch nicht mehr sagen, wie lange wir hier hochlaufen müssen, ich weiß es nicht. Aber nee, es ist einfach angenehmer, dieser beschissene Klosterstein. Ja, man sieht mir wunderschöne Aussichten. Bist du sicher? Ja. Ich guck gerne mal auf die App, wenn du willst. Ja. Folge der Tour auf Wanderweg Richtung Westen. In 250 Metern an der Gabelung links. Na gut. So richtige Hindernisse. Uah. Uah. Hey, wo ist das Hindernis? Ich bin außen rumgelaufen. Toll. Das einzig Schade ist, oder ach schade, ist schwer zu sagen, dass man immer den Schiffs- und Autoverkehr hört. Also seitdem wir jetzt hier am Laufen sind, eigentlich an jeder Stelle, oder? Ja. Man denkt so, man ist mitten in der Natur, aber dem ist nicht so. Und Motorräder. Weiteren Aussichtspunkt an, der irgendwas mit Kopf, Domkopf, Domingeskopf, wie? Damianskopf. Und man sieht es nicht so gut, aber da ist Bingen. Ich muss gestehen, ich habe meinen ersten Tiefpunkt erreicht. Bitte? Wir kommen jetzt zur Hängebrücke. Okay. Praktisch ein bisschen wie. Ach scheiße, wie heißt. Oh Gott. Oh Gott. Wie heißt diese Hängebrücke nochmal? Diese berühmte
Hä? Wie heißt diese berühmte Hängebrücke nochmal? Berühmt? Du meinst diese Geierleine? Ja. Oh Gott, bitte. Das taugt mir auch gar nichts. Hey, oh, die schwingt voll. Hör auf! Also es wird uns wahrscheinlich nicht umbringen, aber... Naja, aber treffen könnte wir da. Ja, einiges. Oh Gott, nicht runtergucken. Hör doch mal auf! Ich mach doch gar nichts, ich hab das ganz normal. Oh. Also es war wieder mal nicht schlau, nichts zum Snacken mitzunehmen. Ich finde, der Weg ist auch irgendwie seltsam ausgeschildert, aber durch die App sind wir immer auf Fahrt. Und ich frage mich, oder wir fragen uns, wie wir damals die Klosterstecktour machen konnten. Also ich bin jetzt schon... Irgendwie, jetzt könnte ich das Ganze beenden. Und wir sind erst bei Kilometer 8. Dass man anfänglich immer so begeistert ist von allem und das irgendwann mal... Verallgemeinern das nicht so mit diesem Mann. So eine Schlaute. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mich hier noch wandern gehe oder nicht. Als ob du mich auch gerade... Ja, ich weiß, aber gegen Ende dann wird es bei dir dann immer ein bisschen ruppiger, was deine Lust angeht. Und dann kriegt man das immer so... zu spüren. Ja, aber komm, der Klosterberg war auch mal. Ich weiß, das war auch okay. Das habe ich ja auch verstanden. Aber was man sagen muss, hier ist so ein Part, ich glaube, der Fledermausweg ist auch für Kinder gemacht. Die haben süße kleine Stationen, so Erklärstationen. Das ist ganz süß. Hier sehen wir eine schöne Holzschnitzerei. In der, wie heißt diese Stamm? Weiß ich nicht dran. Felix hat eben ordentlich meine Mitte verschluckt. Seine zweite für heute. Ich weiß nicht, sowas sieht auch nie wirklich sicher aus. Das ist eine richtig schöne Klamme, das hier. Ja, das ist anders. Und die Frage, die ich mich auch stelle, seit tatsächlich 3 Kilometern bestimmt. Warum haben wir keine Leberwurstbohrer dabei? Das ist jetzt der angenehmste Part dieser Strecke. Also ich hoffe ja, dass das die letzten Kilometer sind. Aber die ist es immer, das... Sie wird langsam wieder ein bisschen motzig. Nicht so nah an mich laufen, oh, hier ist denn? Matschweg. Ja, Matschweg. Das ist mal darum. Da will ich nicht, dass du mich voll machst. Ja, die letzten sind immer so am schlimmsten, weil einem da die Lust vergeht. Lauf, wenn Bitterart kommt. Mit einem kleinen Rucksack. Ja, wo ist denn dein Rucksack? Ich habe gesagt, soll ich einen mitnehmen? Er so, nee, ich steck das ein. Ich so, okay, weil ich glaube, ich und Wandern mit einem Rucksack würde ich hier noch nerviger finden. Was machst du? Drohne auspacken. Oh, ganz viele Mücken aufbauen. Willst du das jetzt wirklich machen? Hm? Nee, muss ich nicht. Nein, du fliegst, du willst fliegen, dann flieg. Du hast gesagt, nee. Nein, wenn du fliegen willst, dann flieg. Ich habe eben schon gemeint, dass ich mich selbst schon nerve dafür, dass ich auf den letzten Kilometern keinen Bock habe. Aber die ziehen sich auch so ekelhaft und ich denke immer so,
Wieso eigentlich? Weil die Strecke an sich echt ganz schön ist noch, aber nö, kann jetzt aufhören. Felix? Ja? Willst du mal da draufklettern? Wo? Nee. Ist ja eigentlich nicht das so richtig, um sich nochmal ganz lebendig zu fühlen, oder? Ja. Als das letzte Mal nämlich auf so einen Baumstamm geklettert ist, ist er in den, ja, nennen wir es mal, Bach gefallen. Ist ja ein richtiges Badeparadies. Wir sind übrigens schon bei Kilometer 13, also nix dann, 11 oder 12. Baden gehen, hallo, renn mir doch nicht in die Kamera. Dummkopf. Ja, hat auch seine schöne Seiten hier, dieser Weg. Felix ist gerade was Wichtiges aufgefallen. Und zwar, dass wir an unserem Startpunkt praktisch sind. Da sind wir hochgegangen. Ein Punkt. Und jetzt? Und da kamen wir her. Und von da kamen wir gerade. Das ist auch ein Lichtblick für mich, weil ich jetzt weiß, wie weit es noch entfernt ist. Und wir haben es praktisch geschafft. Du hast es geschafft. Hm. Wir haben es geschafft. Yes. Es wird Zeit, um sich Wanderschuhe zu holen. Schon, es zählt schon, alles gut. Okay, super. Ja. Klasse. Brauch keine Hilfe. Ja, du selbst bist der Mann, ne? Danke. Bitte. Ja, das war unsere Morgenbachtal-Wanderung, beziehungsweise zwei Burgenrundweg, wie ich es ja nenne. Kann ich jedem empfehlen. Ein paar leichte Anstiege, ein paar schwerere Anstiege, aber für mich, die auch eine Kondition hat, wie, weiß ich nicht, ein schweres, dickes Tier, sehr gut leistbar. Und nicht zu vergessen, abonniert den Kanal, wenn ihr ein Herz habt.